Hallo und herzlich willkommen, liebe Gamer, zu einem Vlog-Video. Ich bin der Generation Gamer G6 und das ist ein Vlog-Video, das sich um die Zukunft, meine Zukunft, um die nähere Zukunft dreht. Denn in ungefähr einem Monat, also naher Zukunft, wird es eine größere Veränderung geben. Vielleicht hört ihr es auch noch, ich bin ein bisschen verschnupft. Hab deswegen jetzt auch die letzte Woche kein Video hochgeladen, deswegen gab es auch eine kleinere Pause beim Let's Play zu Killzone Shadowfall. War ich nicht wirklich in der Lage, jetzt gesundheitlich dazu weiter zu zocken, beziehungsweise weiter die Videos zu produzieren. Das bitte ich natürlich nachträglich zu entschuldigen. Das Let's Play zu Killzone Shadowfall findet deswegen trotzdem in Kürze eine Fortsetzung und wird wie gewohnt weiter hochgeladen. Nähere Zukunft betreffend meiner Person. Vielleicht haben es einige von euch mitbekommen, vor einigen Wochen, ich weiß gar nicht, so 6, 7, 8 Wochen ist das jetzt schon mit Sicherheit her, da gab es mal so eine Phase, wo ich für ungefähr 2 Wochen kein Video hochgeladen habe. Da war ich inaktiv. Da war ich auch auf den Konsolen nicht so wirklich online, speziell auch Wii U oder Xbox One, da war ich relativ selten online, sagen wir es mal so. Vielleicht hat der ein oder andere es sogar gemerkt. Wieso war das so? Ich habe in der Zeit mal in meine Hängevitrinen, in meine Hängeschränke reingeschaut, durch die Glasscheibe, und da habe ich einige Spiele gesehen, viele Spiele, um ehrlich zu sein, die ich noch überhaupt nicht gezockt habe, die ich entweder noch gar nicht ausgepackt habe oder vielleicht gerade ausgepackt habe und ein Unboxing vielleicht auch dazu gemacht habe, ist aber noch nicht einmal wirklich gespielt habe oder gespielt habe und einfach nach der Zeit weggepackt habe, weil dann vielleicht ein anderes Spiel kam oder weil ich die Lust verloren habe oder aus diversen Gründen. Also es sind wirklich einige Spiele gewesen. Und dazu muss ich sagen, damals, ich habe sehr früh angefangen mit Videospielen, das war so Anfang der 90er, damals auch einschließlich der N64-Ära. Games gab es immer nur zum Geburtstag oder zu Weihnachten. Ich habe auch immer meine Eltern halt gefragt, wann es welche Spiele gibt oder welche ich mir wünschen kann. Und irgendwann gab es dann halt mal so die Phase, da hatte ich dann noch so diesen Wunsch, irgendwann unabhängig zu sein, so viele Spiele zu kaufen, wie ich nur möchte und so viele Systeme. Wenn ich eine Konsole will, dann kaufe ich sie mir einfach und irgendwann einfach nicht mehr von meinen Eltern abhängig zu sein. Und ich denke mal, jeder von euch, gerade jüngeren Zuschauer, haben vielleicht auch diesen Wunsch. Die Älteren können mir vielleicht folgen, weil sie sich vielleicht diesen Wunsch und diesen Traum selbst erfüllt haben. Das Videospielen ist halt zu einem großen Hobby geworden. Und das, was jetzt vielleicht im ersten Moment oder im ersten Moment als Segen und als Traum, den man lebt, sehr positiv vielleicht rüberkommen mag, ist für mich eher jetzt zum Fluch geworden. Und ich möchte dieses Video auch ganz gerne nutzen, um euch diesen Fluch, ja, diese Misere, in der ich mich finde, einfach mal ein bisschen näher zu bringen. Denn das Problem ist einfach, je älter man wird, irgendwann, man hat einfach auch nicht mehr so viel Zeit. Ich habe mich halt in dieser Zeit, in diesen 2 Wochen, wo ich halt mehr inaktiv war, online zumindest, habe ich mir auch noch die Frage gestellt, wieso ich jetzt eigentlich diese Spiele nicht gespielt habe und woran es liegt, denn solche Spiele sind ja eigentlich auch relativ schnell durchgespielt. Im Schnitt kann man sagen, so 8 bis 10 Stunden, dann ist so ein Spiel storytechnisch eigentlich durchgespielt. Sollte eigentlich jetzt nicht so ein großes Problem sein, also jetzt keine große Herausforderung. Also eigentlich machbar. Aber trotzdem gab es dann eine Menge an Spiele, die ich überhaupt nicht gespielt habe. Und in der Zeit, in den 2 Wochen, wo ich dann wirklich kaum inaktiv oder wo ich kaum aktiv war, da habe ich dann zum Beispiel die Halo Master Chief Collection. Ich habe jetzt zum Beispiel mit Halo noch nie was wirklich am Hut gehabt. Ich habe mit der Master Chief Collection mit dem Big Roach Ende letzten Jahres angefangen. 7 Parts ungefähr haben wir zusammengespielt. Einmal lokal im Multiplayer und dann nochmal online. Dann gab es aber eine Phase, da hatte er nicht wirklich mehr Lust auf die Xbox One und dann hing ich dann so ein bisschen in der Luft mit Halo, hat mir mit der Materie noch nie was am Hut gehabt, hat mich aber tierisch auf die Master Chief Collection gefreut. Und dann habe ich die einfach in der Vitrine gesehen und dachte mir, da hast du jetzt eine richtig coole Collection, so ein Stück Videospielgeschichte für rund 50 Euro. Und was machst du damit? Ja?
Traust du dich jetzt da alleine ran, dann hast du vielleicht die Chance, nochmal richtig jetzt mit der Master Chief Collection in Halo durchzustarten. Halo 5 kommt ja jetzt ja dieses Jahr raus. Ich hatte mich tierisch, wie gesagt, auf diese Master Chief Collection gefreut und ich habe mir gedacht, wenn du es jetzt anfängst, ja, dann kommst du, dann springst du auf diesen Halo-Zug auf, du kommst in diese Geschichte rein und ja, das war halt so ein Wunsch, den hatte ich auch anfangs, weil ich habe damals auf dem PC den ersten Teil für 2 Stunden ungefähr angespielt und bin dann halt einfach rausgekommen, konnte mit Halo eigentlich nie was anfangen. Aber als ich dann gesehen habe, so die Master Chief Collection, auch gerade diese Anniversary Edition von Halo 2, so dieses überarbeitete, auch diese ganzen kinoreifen Filmsequenzen und das Ganze jetzt auch vorbereiten. Es gab ja auch einige exklusive neue Sequenzen, die ja auch so ein bisschen auf Halo 5 einstimmen sollten. Und das hat mir schon alles ziemlich, ziemlich gut gefallen. Und ich dachte mir auch, komm, wenn es dann die Xbox One wird, die habe ich dann ja Ende letzten Jahres dann auch bekommen, dann brauchst du halt auch die Master Chief Collection. Und ich fand es etwas schade, sie dann einfach im Schrank halt liegen zu lassen. Und ich wusste, wenn ich es jetzt nicht anfange, ja, auch wenn Roach vielleicht keinen Bock mehr auf die Xbox One hat, aber wenn ich es jetzt nicht anfange, dann werde ich nie wahrscheinlich mit Halo warm werden. Von daher habe ich mir gedacht, schnappst sie dir einfach. Und in der Zeit, wo ich kaum online war, habe ich Halo 1, 2, 3 und 4, also die komplette Master Chief Collection, in 8 Tagen durchgespielt. Und jetzt bin ich halt richtig in Halo, in diesem Universum drin, ich bin in der Story drin und ich freue mich tierisch schon auf Halo 5. Und ich habe in der Zeit, wo ich dann auch, ja, fast offline war, habe ich dann auch noch Wolfenstein, The Old Blood durchgespielt. Ich habe Tomb Raider auf der PlayStation fast durchgespielt. GTA 5 hatte ich Anfang des Jahres zum Beispiel auch durchgespielt. Rise habe ich durchgespielt. Also ich habe eine Menge Spiele durchgespielt. Und das war alles wie so ein Stein, der vom Herzen fiel. Ja, so eine Menge, wie so eine To-Do-Liste, so eine Checkliste. Ja, so abgehakt, kannst jetzt einen Haken hintermachen. Und das war schon wirklich so ein bisschen erleichternd. Und da habe ich mich gefragt, warum hat das jetzt geklappt, aber vorher nicht? Ja? Warum stauen sich so viele Spiele einfach an? Und da habe ich einfach gemerkt, dass das Problem ist, seitdem ich online bin, also ich bin eigentlich ein reiner Offline-Gamer. Ich meine, ich bin Anfang der 90er mit Videospielen groß geworden. Meine erste Konsole, die ich online hatte, das war, glaube ich, die Wii-Konsole, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und die Wii-Konsole habe ich auch nicht gleich zum Release online genommen, sondern ich glaube erst so um 2008. Also vor 7 Jahren eigentlich. Vor 7 Jahren hatte ich meine erste Konsole, also erst online. Und da ging es dann auch los mit Mario Kart Wii, was ich dann online gespielt habe, oder Super Smash Bros. Brawl oder Call of Duty World at War. Call of Duty World at War war, glaube ich, parallel mit Modern Warfare, dem ersten Teil, also Call of Duty 4 auf dem PC, welches ich mir dann nachträglich gekauft hatte, was ich nicht gleich zum Release hatte. Das waren so die ersten beiden Call of Duties, die ich überhaupt erst online gespielt habe. Ja, das war so. Ja, vor 7 Jahren ungefähr, kann man sagen, habe ich wirklich erst intensivst angefangen, online zu spielen. Und davor war ich ein kompletter Offline-Gamer. Und jetzt gerade ist es mir bei den aktuellen Konsolen, auch bei der Wii U zum Beispiel, extrem aufgefallen. Ich habe, glaube ich, über 600, fast 700 Stunden im Miiverse verbracht. Ich habe fast 700 Stunden in Black Ops 2 verbracht. Ich habe fast 300 Stunden im Internet Explorer verbracht. Ich habe nochmals über 100 Stunden im eShop verbracht. Ich habe, ach, keine Ahnung. Ich habe, glaube ich, nur auf der Wii U mit einem halben Dutzend Software, glaube ich, über 1700, fast 1800 Online-Stunden generiert in weniger als 2 Jahren. Das sind schon über 3 Monate am Stück ohne Essen, Schlafen, Trinken. Reine Online-Zeit. Ja. Und wenn man mal überlegt, so ein Spiel, das hast du vielleicht in 10 Stunden oder unter 10 Stunden durchgespielt im Schnitt. Ja, da hätte ich auch schon einige andere Spiele durchspielen können. Das ist einfach so, ich meine, ich nutze die Zeit auch gerne und ich freue mich auch, wenn ihr mir schreibt zum Beispiel und ich gucke ins Miiverse oder auch im Xbox Live, wenn Leute mir schreiben. Letztens zum Beispiel hat mich einer angeschrieben. Dem habe ich dann diese Misere auch dann schon mal so ein bisschen näher gebracht. Und eigentlich wollte ich nur 2 Stunden, bevor ich zur Arbeit ging, kurz noch eine Mission oder zwei in Metal Gear Solid 5 in Phantom Pain spielen. Ich habe über eine halbe Stunde mich mit dem Abonnenten unterhalten und aus diesen 2 Stunden sind, glaube ich, etwas über eine Stunde nur noch reines Gameplay geworden. Da war ich dann noch zur Arbeit musste. Dann habe ich dann einfach wieder gemerkt, so ja, ich werde einfach online eingebremst. Ob es denn auch Patches und Updates und sonstige Sachen, die geladen werden müssen. Online verbraucht einfach eine Menge Zeit und ich habe diese Zeit einfach nicht, weil ich halt auch berufstätig bin. Ich habe jetzt nicht das Glück,
dass ich zum Beispiel Spiele kostenlos von Publishern bekomme. Ich habe keine Sponsoren. Ich habe YouTube nicht als Hauptberuf, auch wenn man das immer ganz gerne von YouTubern sieht oder denkt, nein, so groß bin ich bei weitem nicht. Ich habe einen ganz normalen geregelten Tagesablauf. Ich habe einen Job, ein Privatleben und so ein Video zum Beispiel hier, was ich jetzt zum Beispiel mache, oder das Vlog ist eigentlich sogar noch schneller produziert. Eigentlich so ein Gameplay, wenn das alles richtig aufwendig gemacht ist und auch gut werden soll, dann sind das immer so 3 bis 4 Stunden. Und das ist einfach Zeit, wenn ich dann spielen möchte, Video, Job, Privatleben, das funktioniert einfach in der Masse, in der Fülle einfach nicht. Ich habe jetzt immer versucht, zuletzt immer so 2, 3 Videos die Woche zu machen. Da war ich schon sehr an meinem Limit. Und da haben sich halt eine Menge Spiele angeeignet. Ich möchte euch jetzt einfach mal so ein paar Spiele zeigen, zum Beispiel. Ich habe 2 Stapel hier neben mir liegen. Ein Stapel Spiele, die ich überhaupt noch nicht gespielt habe. Und ein Stapel an Spiele, die ich mal angezockt habe. Ob ich da jetzt eine halbe Stunde gespielt habe oder 3, 4 Stunden gespielt habe, ist egal. Ich habe es auf jeden Fall nicht durchgespielt. Und ja, Phantom Pain zum Beispiel habe ich gerade angefangen. Beziehungsweise 12, 13 Stunden habe ich gespielt. Da wird auch noch jetzt ein Gameplay zu folgen. Ich habe es euch versprochen. Wie gesagt, jetzt aufgrund dadurch, dass ich krank war, konnte ich jetzt keine Videos machen in der letzten Woche. Aber da wird auch definitiv nochmal ein Gameplay zu kommen. Bin ich jetzt gerade dabei, ist aber dementsprechend hängt es auch noch in der Schwebe, ist also auch noch nicht durchgespielt und es dauern auch, also das wird noch ein bisschen dauern. Ich glaube, es sind so um die 40, 50 Missionen insgesamt in diesem Spiel. Ich habe, glaube ich, erst 15, 16 oder so gemacht, also da ist auf jeden Fall noch einiges zu holen. Also Phantom Pain ist zum Beispiel jetzt aktuell. Minecraft für die PS3 zum Beispiel. Ich habe Minecraft im Kreativmodus öfters mal gespielt. Habe mich aber noch nie intensivst mit Minecraft beschäftigt. Müsste man wahrscheinlich machen, um richtig in diese Magie reinzukommen, um auch diesen Hype irgendwo zu verstehen. Es ist okay, ich habe es wieder angefangen, aber eigentlich nie mehr als 3, 4 Stunden damit verbracht. Müsste ich vielleicht auch nochmal nachholen. Battlefield 4, online paar Stunden gespielt. Schätzungsweise so 20, 25 Stunden. Story, ich glaube, ich habe die erste Mission gespielt. Das, was man auch damals schon auf der E3 gesehen hatte, so diese Mission, wo das Auto halt unter Wasser ist, wo man halt dann sich aus dem Auto schießt. Und ja, das war es dann allerdings auch. Storytechnisch müsste ich die gesamte Story nochmal spielen. DLCs habe ich mir nie gekauft. Ich habe es eigentlich in der Basisversion nur online ein bisschen gespielt. Und ja, das war es dann auch schon. God of War 3, ich dachte mir, jetzt wo es die Remastered-Version für die PlayStation 4 gibt, schaust du mal generell in God of War. Ich habe mit God of War noch nie was zu tun gehabt, das sah aber ziemlich spektakulär und ziemlich spaßig aus. Jetzt mit der PlayStation 3 dachte ich mir, bevor du dir die 4 kaufst, so viel schlechter ist die 3er-Version also die PlayStation 3er-Version auch nicht. Macht eine Menge Spaß, habe ich jetzt auch schon 2, 3 Stunden reingeschaut, aber wie gesagt, nur reingeschaut, auch noch nicht durchgespielt. Die Orange Box. Portal habe ich durchgespielt. Portal fand ich ziemlich cool. Half-Life 2. Ich war ein riesiger Half-Life-Fan. Ich habe damals auch Half-Life 2 auf dem PC gehabt. Jetzt auf der 360. Ich habe es weder auf dem PC durchgespielt, noch auf der 360. Ich habe es aber angefangen. Vielleicht die Hälfte. Maximal. Wenn überhaupt. Vielleicht sogar noch eher weniger. Also ich habe da noch einiges an Nachholbedarf in Half-Life 2. Ja, das müsste auch nochmal durchgezogen werden. Bad Company 2. Ich habe Bad Company 2 genau eigentlich das gleiche wie bei Battlefield 4. Online ja, DLCs eigentlich auch nicht. Storytechnisch vielleicht ein bisschen mehr gespielt als in Battlefield 4. Ah, 2 Stunden, wenn es hochkommt. Wenn überhaupt 2 Stunden. Sollte ich vielleicht auch nochmal machen. Split Second Velocity. Ein ziemlich cooles Action-Game. Diese Verbindung aus Racing Game und interaktiver Fernsehshow mit Explosionen und Flugzeugen, die auf dem Flughafen dann landen und man da zwischendurch fährt, fand ich ziemlich spektakulär, macht auch eine Menge Spaß. Ja, aber mehr wie 2 Stunden habe ich das Ding auch noch nicht gezockt. Assassin's Creed Revelations. Ich bin ein großer Assassin's Creed-Fan. Ich habe Assassin's Creed 1 zur Hälfte gespielt. Ich bin damit nie wirklich warm geworden. Für mich war Assassin's Creed der erste Teil immer so der Prototyp, der gezeigt hat,
Ja, die Serie hat Potenzial, aber mir war es einfach zu unübersichtlich. Assassin's Creed 2 dagegen habe ich durchgesuchtet. Ich habe es richtig gut gefunden. Ja, Brotherhood müsste ich auch nochmal spielen. Habe ich auch noch. Ich habe es, glaube ich, noch nicht mal. Revelations ist dann wieder so ein Titel. Ich habe es angezockt, aber bin dann auch nie wirklich damit warm geworden. Ja, Teil 3 gespielt, 4 gespielt, Unity gespielt. Ich bin ein großer Assassin's Creed-Fan, also eigentlich macht mir die Serie Spaß. Nur das Ding, das habe ich bei weitem noch nicht angezockt. Wobei angezockt, ja, ich glaube 20 Minuten, wenn überhaupt. Aber durchgespielt, bei weitem noch nicht. Banjo-Kazooie, Nuts and Balls. Ja, jetzt gerade ist ja die Rare Replay Edition erschienen. Da ist das Spiel auch mit drin. Ich habe das Original von der 360 hier. Ich wollte mal behaupten, ich habe es auch fast zur Hälfte durch. Aber aus welchen Gründen auch immer, ich bin immer noch nicht weiter. Es gab wahrscheinlich immer wieder ein Spiel, was dann neu erschienen ist, was mir interessanter erschien und ich bin dann nie wirklich am Ball geblieben. Ja, muss halt auch nochmal durchgespielt werden. Brink, das ist so ein typisches Low-Budget-Game. Nicht nur, weil es eine unterdurchschnittliche Technik hat, sondern auch, weil es wirklich im Angebot war. Ich habe es, glaube ich, für. Lasst mich mal lügen. Waren es 5 Euro? 5 Euro oder sogar noch weniger? Ich habe es irgendwo auf dem Krabbeltisch gefunden. Ich meine so, es waren sogar weniger als 5 Euro. Da habe ich mir gedacht, ach komm, nimmst du es einfach mal mit. Es ist auch ausgepackt tatsächlich. Habe da auch mal reingespielt oder reingeschaut für eine halbe Stunde oder 20 Minuten. Wie gesagt, technisch ist das Spiel jetzt nicht so der Brüller. Hat mich jetzt auch nicht so wirklich bei der Stange gehalten. Müsste ich aber auch vielleicht nochmal die eine oder andere, zumindest mal das eine oder andere Stündchen spielen. Denn ja, das hat das Spiel auch irgendwo verdient. Denn eigentlich bin ich ja ein Shooter-Fan und jetzt, auch wenn es mich kaum was gekostet hat, 20 Minuten, das war vielleicht doch ein bisschen zu wenig. Auf jeden Fall ist das auch so ein Titel, der sollte auf jeden Fall, wenn vielleicht auch nicht durchgezockt werden, aber zumindest sollte ich da auf jeden Fall nochmal reinschauen. Oh Gott. Ja, Galaxy 2. Galaxy 1 durchgespielt. Ich fand es richtig geil, war richtig top. Teil 2, dritte Welt, der dritte Planet, ich weiß es gar nicht. So weit bin ich gar nicht. Ich glaube, 1,5 Stunden. Aha, wenn überhaupt. Ich habe es nie wirklich intensiv gespielt. Klar, Yoshi kam drin vor, ich fand es ziemlich cool. Aber für mich war das Thema Galaxy damit auch so ein bisschen ausgelutscht. Ja? Der erste Teil war toll, aber das war es dann auch. So, hat mich nie wirklich danach richtig begeistert. Vielleicht muss man dem auch wirklich noch eine Chance geben. Vielleicht, ja, vielleicht sind 1,5 Stunden wirklich ein bisschen wenig. Ja, wartet auf jeden Fall auch nochmal auf mich. The Legend of Zelda Skyward Sword. Ich glaube, ich müsste lügen. Viertes Dungeon. Viertes oder fünftes Dungeon? Ich glaube, viertes Dungeon bin ich. Es ist nicht schlecht. Es hat auch dieser Grafikstil. Es hat die Nation, die Zelda-Nation so ein bisschen gespalten. Es polarisiert eigentlich dieses Spiel. Aber ich fand es trotzdem okay. Ich fand es trotzdem nice. Aber ich meine, viertes Dungeon, mitten im vierten Dungeon irgendwo, hat es mich verloren. Ich weiß nicht warum. Ja, sollte ich vielleicht nochmal reinschauen. Metroid Other M. Ich habe ehrlich gesagt keinen Schimmer, wie weit ich bin. Das ist eine Ewigkeit her, wo ich da mal reingeschaut habe. Ich habe es mir, glaube ich, sogar zum Release gekauft. Ich weiß, dass ich es ein paar Stunden gespielt habe. Fragt mich jetzt aber nicht, Level, keine Ahnung. Vom Gefühl her würde ich mal sagen, 2, 2,5, 3 Stunden, irgendwo so in der Größenordnung. Ist aber auch bei weitem noch nicht durchgespielt. Schade eigentlich. Wario Land, The Shake Dimension. Ein cooles 2D Jump and Run. Wario ist ein cooler Charakter. Ich habe aber irgendwo so ein Hangover gehabt, wo ich ein Problem hatte. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht mehr wo. Ich müsste mal wieder reinschauen.
Allerdings weiß ich, dass mich dieser Hangover irgendwann mal Motivation und Spiellust gekostet hat und ich habe es dann weggepackt. Eigentlich ein richtig cooles Game. Zu schade eigentlich, um es jetzt für immer irgendwo in der Sammlung unter einer Menge von Games verschwinden zu lassen. Sollte ich vielleicht nochmal reinschauen und ja, mit ein bisschen Ehrgeiz durchzocken. Watch Dogs für die Wii U. Technisch war das gar nichts. Es ruckelt sich eine Orgie. Ich habe es eine Stunde, anderthalb angezockt. Eigentlich, ich hatte schon schlimmer, man muss ehrlich sein, ich habe schon schlimmere Spiele gehabt. Ich habe schon wirklich richtige Fehlkäufe gehabt. Also eigentlich, auch wenn es mich jetzt nicht so vom Hocker reißt, es hat mich jetzt aber auch nicht motiviert, wirklich am Ball zu bleiben. Aber das sollte ich vielleicht dann doch auch noch mal ein bisschen weiterspielen, denn storytechnisch ist es, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Es ist wirklich eher die Technik, die das Spiel hier wirklich vor allem auf der Wii U einbremst. Ach, was soll ich bloß mit dir machen, Mr. Pierce? Ja, sollten wir vielleicht auch mal anzocken. Ja, Splinter Cell Blacklist. Ich habe es, glaube ich, online öfters gespielt als offline. Storytechnisch, ich habe die erste Mission gespielt. Ist nicht schlecht. Ich bin nicht so der große Stealth-Freak. Wobei mir noch Metal Gear Solid momentan eine Menge Freude bereitet. Aber Splinter Cell spielt sich natürlich auch ein bisschen anders. Ich habe da von der Mechanik her, vom Gameplay her, ist es natürlich schon ein kleiner Unterschied, klar. Ich werde es auf jeden Fall nochmal weiter verfolgen, das Spiel. Es hat es auf jeden Fall verdient, weil es macht auf jeden Fall Spaß. Online gibt es auch einige Videos. Ich hatte eine Menge Spaß, gerade die Funny Core Gaming Abende. Bin da aber auch, wie gesagt, über drei Spielstunden im Offline-Modus nicht drüber hinausgekommen. Insgesamt habe ich es, glaube ich, ich habe vorhin mal die Wii U-Statistik mir angeschaut. 17 Stunden, 16, 17 Stunden gespielt. Ja, das ist natürlich gar nichts eigentlich. Also eigentlich hier sollte ich auch nochmal richtig reinschauen. Ja, das hat der liebe, nette Herr Sam Fischer auf jeden Fall verdient. Yoshi Woolly World. Ich habe es gerade angefangen. Mit meiner Freundin zusammen haben wir einen Spielstand und ich habe es mir auch jetzt nochmal alleine in einem eigenen Savegame im Singleplayer gegönnt. Bin ich jetzt aber auch über Welt 1 noch nicht wirklich hinausgekommen. Das ist jetzt aber auch definitiv ein Spiel, das ich auf jeden Fall mal durchspielen werde und auch will. Aber wie gesagt, da bin ich halt auch mit erst am Anfang. The Legend of Zelda, The Wind Waker HD. Ja, ich habe ehrlich gesagt, ich meine drei Dungeon, viertes Dungeon, irgendwo so in der Größenordnung, habe ich jetzt auch schon geschafft. Ja, ich weiß nicht, Jesa, warum. Ich finde es eigentlich ziemlich cool, aber irgendwo zwischendurch bin ich dann rausgekommen. Wahrscheinlich, weil ich eine Menge Wii U-Spiele gerade zu Beginn der Wii U-Ära habe ich eine Menge Wii U-Spiele gekauft. Und wahrscheinlich habe ich das dann für ein anderes Spiel wieder zur Seite gepackt und habe dann nie so wirklich wieder diesen roten Faden gefunden, um da wieder reinzukommen. Ach, my bad. Das Spiel hat definitiv nichts damit verbrochen. Das ist auf jeden Fall dann wahrscheinlich meine Geschichte, aber das Ding sollte ich auf jeden Fall auch nochmal durchspielen. Donkey Kong Country Tropical Freeze. Ihr wollt wissen, wie viel ich von diesem Spiel gespielt habe. Es gibt exklusiv zwei Parts, glaube ich. Zwei Gameplay-Parts auf meinem YouTube-Kanal, die zeigen, wie weit ich bin in diesem Spiel. Nämlich nicht viel weiter als diese zwei Parts. Ich habe es ausgepackt, dieses Spiel, und habe zwei Parts gemacht. Zwei Gameplay-Parts. Ja. Und ich bekomme die Spiele nicht gesponsert. Ich laufe wirklich los und kaufe sie mir. Und manchmal kaufe ich mir Spiele auch einfach nur, um die Verkaufszahlen anzukurbeln. Ja, bis heute hatte ich da eigentlich noch nichts wirklich von diesem Spiel. Sollte ich vielleicht mal reingucken. Pikmin 3. Dazu existiert sogar auch ein kleines Let's Play. Das war sogar mein erstes, glaube ich, was ich gemacht habe. Schande auf meinem Haupt. Ja, der erste Gegner war, glaube ich, eine Raupe. So, diese lange Raupe. Ja. Viel weiter bin ich auch, glaube ich, noch gar nicht. Pikmin 3. So viel dazu.
Monster Hunter 3 Ultimate Edition. Ja, ich wollte unbedingt Monster Hunter haben. Will auch immer noch in die Materie reinkommen, aber irgendwie weiß ich nicht. Werde ich nicht warm damit. Vielleicht muss man sich damit intensiv beschäftigen. Mir hat auch einfach bis jetzt vielleicht auch so ein bisschen die Zeit gefehlt. Das ist so ein Paradebeispiel dafür. Habe ich mehr Zeit? Kann ich ein Spiel intensiver spielen? Tja, Monster Hunter 3. Vielleicht werde ich nochmal warm mit der Reihe. Ich würde es mir wünschen. Kommen wir jetzt zu Spielen, die ich überhaupt noch nicht gespielt habe. Entweder, weil ich sie noch überhaupt nicht ausgepackt habe, oder weil ich ein Unboxing dazu gemacht habe, oder weil ich sie mir einfach gekauft habe, um erstmal die Verkaufszahlen zu pushen. In der Hoffnung oder mit dem Vorhaben zumindest, sie irgendwann sowieso spielen zu wollen. Als denn da wären, ich weiß, Leute, im Übrigen, ihr erklärt mich jetzt wahrscheinlich für verrückt, aber das ist die Wahrheit. Es ist wirklich so, es ist so verrückt. Aber mir hat dann bis jetzt auch, wann immer ich auch das Vorhaben dazu hatte, dieses Spiel zu spielen, mir hat dann auch definitiv die Zeit gefehlt. Und das hat mich überhaupt erst in diese Misere gebracht, weshalb ich jetzt überhaupt dieses Video mache. The Legend of Zelda, A Link Between Worlds. Ich habe noch nicht eine einzige Minute in diesem Spiel verbracht. Ich habe es noch nicht ein einziges Mal in meinen 3 bzw. 2DS gepackt. Hab mir sagen lassen, dass es richtig gut ist, aber das ist ein Spiel, das muss ich auf jeden Fall noch spielen. Dead Rising 3. In Europa, beziehungsweise in Europa, sag ich schon, offensichtlich in Europa zu haben, aber in Deutschland nicht zu haben. Es ist indiziert, es ist zu brutal. Ich habe es mir aus Österreich besorgt. Ja, das war es dann aber auch. Sollte ich auf jeden Fall mal reinschauen. Big Roach hat es mir ans Herz gelegt. Sehr brutal das Spiel. Soll aber eine Menge Spaß machen. Ich habe in seine Version in Österreich mal kurz reingeschaut, aber selbst an meiner Xbox One das Spiel hier selbst, ja, noch nicht wirklich eine Minute gespielt. Uncharted 3. Ich habe mit Uncharted eigentlich noch nie was am Hut gehabt. Allerdings habe ich mir gedacht, genau wie bei God of War, jetzt die Remastered-Version, jetzt kommt ja bald die Nathan Drake Collection raus und das Uncharted 4. Ja, vielleicht kommst du mal in die Materie rein, vielleicht schaust du dir überhaupt einfach mal eines dieser Sony-exklusiven Games an. Uncharted 3 war im Angebot. Ich dachte mir, ach, kaufst du es dir? Ich glaube sogar, das habe ich sogar mit im Unboxing, dieses Uncharted 3. Ich bin mir ganz nicht ganz sicher, aber ich glaube sogar, ich habe ein Unboxing zu Uncharted 3 gemacht, aber ich habe es bis heute nicht gespielt. Ja. Entschuldigung. Crysis 3. Aufmerksame Zuschauer werden bemerkt haben, dass ich mir dieses Spiel mit der PlayStation 3 besorgt habe. Ich habe es im Unboxing damals, Juli 2014, glaube ich, mit ausgepackt. Crysis 1 durchgezockt, Crysis 2 durchgezockt. Ich fand es geil. Ich habe mich auf Crysis 3 gefreut. Ich habe es nicht eine Minute gespielt. Keine Ahnung warum. Lollipop Chainsaw. Oh, es ist sogar noch eingeschweißt. Ich habe es noch nicht mal ausgepackt. Wann kam das Spiel raus? 2013, glaube ich. Oder wann kam das Spiel raus? Lass mich mal kurz gucken. Warner Brothers Copyright 2012. Oh, 2012 kam das sogar raus. Ich habe es mir, glaube ich, nach dem Release gekauft. 3, 4, 5 Monate danach. Nicht direkt zum Release, aber kurz danach. Ich habe es damals gesehen, das Spiel. Und ich fand es ziemlich verrückt. Ich hatte damals auf der Wii von Suda 51 No More Heroes. Also auch genauso ein abgedrehtes Spiel. Ich fand es ziemlich spektakulär. Ich dachte mir, Lollipop Chainsaw sieht genauso verrückt aus. Die Cheerleaderin mit der Kettensäge, die durch die Gegend läuft. Der Kopf, der an ihrem Gürtel befestigt ist, mit der sie interagieren kann. Das war ziemlich abgefahren. Und ich dachte mir, ach Mensch, das ist so verdammt krass, das Spiel. Holst es dir einfach mal. Es war, glaube ich, kein halbes Jahr nach Release. Ja, es ist noch eingeschweißt. Eigentlich könnten wir jetzt ein Unboxing machen, aber zeittechnisch, ich glaube, dieses Vlog wird eh lang genug. Ich rede eh schon um den heißen Brei. Vielleicht mache ich dazu nochmal ein Unboxing, aber rechne nicht vor 2018 mit einem Gameplay.
das wird auf jeden Fall dauern. Ja, eine Collector's Edition. Ich habe die Figur sogar noch in der Vitrine unten stehen. Alma als Sammelfigur. Fear 3 in der Steelbook Edition. Ja. Fear 1 durchgespielt, Fear 2 durchgespielt. Ich habe mich auf Fear 3 richtig gefreut. Extra die Collector's im Steelbook. Nicht eine Minute angespielt. Der größte Running Gag in der Videospielgeschichte, ich glaube, das ist Duke Nukem Forever. 98, das ist 1997, 1998, glaube ich, das erste Mal angekündigt, das Spiel. Wann ist es rausgekommen? 2012, 2011? 2011, glaube ich. Nicht einmal gespielt. Ich wollte es unbedingt haben. Ich dachte mir, hey, so ein Running Gag, dass das Spiel doch nochmal erschienen ist, dass es sich damals noch ein Publisher gefunden hat. 2K Games, die es unbedingt gebracht haben. Tja, der gute Duke. Vielleicht werde ich nochmal auf jeden Fall. Ja, eigentlich müsste ich es mal spielen, das Spiel, aber mir hat da immer die Zeit für gefehlt. Und das ist so ein Spiel für die Sammlung gekauft, klar, aber eigentlich müsste es auch noch angezockt werden. Oder zumindest angezockt, wenn die sogar durchgezockt werden. Ja, Medal of Honor Heroes 2, eigentlich ein richtig cooler Shooter für die Wii. Denn es war der erste Shooter, lass mich mal kurz gucken und schielen. Ich glaube, 32 Gamer konnten das Ding online rocken. Und das war richtig geil für die Wii damals. Man kam das Spiel überhaupt raus, lass mich mal kurz gucken. 2007. Ich habe es damals aber nicht online gespielt. Ich habe es ja auch erst nachträglich gekauft. Aber das hatte richtig Potenzial, das Spiel. Und ja, ich habe es noch nie wirklich gespielt. Es war in meiner Sammlung. Ja, ich dachte mir, jetzt wo du die Chance hast, ich habe es mir nachträglich dann ergattert. Ich glaube, wo habe ich es gekauft? Ich glaube bei der Videothek. Die Videothek in Nienburg-Weser, glaube ich, war es. Hatte, nachdem sie es ursprünglich für den Verleih hatte, dann in den Verkauf gebracht als gebraucht. Und ja, im Einzelhandel habe ich es nie gefunden. Oh, da habe ich es mir aber gekauft. Aber nie gespielt. Schande. Die komplette BitTrip Collection, ursprünglich ein WiiWare oder eine Ansammlung von WiiWare Games aus dem Wii Shop-Kanal, gab es dann auch plötzlich als Retail-Version mit einer, ich glaube, der Soundtrack-CD, wo dann sämtliche 8-Bit-Soundtracks drauf waren. Fand ich ziemlich spektakulär, richtig cool. In die Demo. Man konnte sich auf der Wii die Demos runterladen. Die Demos, die habe ich da mal angezockt, aber die Collector's Edition hier. Egal was für ein BitTrip, ja, BitTrip, Beat, Core, Void, ich habe es nie gespielt. Schade eigentlich, denn das Spielprinzip ist ziemlich nice, ziemlich cool. Ziemlich coole Indie-Titel, sollte ich auf jeden Fall mal reinschauen. Kommen wir jetzt mal wirklich zum Trauerspiel dieser ganzen Geschichte. Eigentlich könnte ich die Wii U-Konsole morgen nochmal oder heute vielleicht sogar noch in den Originalkarton einpacken. Und ich könnte den kompletten Wii U Launch 2012 morgen nochmal nachstellen, denn es gibt Spiele original von 2012 vom Wii U Launch. Ich habe sie, sie liegen hier, ich habe sie auch schon seit Jahren, aber ich habe sie noch nicht einmal gespielt. Oh, das allererste Mario in HD. New Super Luigi U, das habe ich durchgespielt. Fand ich richtig cool. Ich habe das Let's Play in meinem Kanal. Aber das hier. Nicht eine Minute gespielt. Ich habe keine Ahnung, wie ich so weit kommen konnte, aber ehrlich gesagt, ich muss es definitiv mal nachholen. New Super Mario Bros. U, der ultimative Mario Launch-Titel, überhaupt noch nicht gezockt, eine Minute lang. Tja, natürlich mit New Super Luigi im Prinzip mehr oder weniger das gleiche. Level natürlich mit einer geringeren Zeit, ein paar modifizierte Level, von der Materie her natürlich relativ ähnlich, aber trotzdem, das Spiel selbst noch nicht wirklich gezockt. Zombie U, noch nicht eine Minute gespielt. Eigentlich, ich meine, gut, ich bin ein echter Schisser, ja, bei so Horror-Games.
Meinetwegen, ich schreie auch ins Mikrofon. Ich verstecke mich unter dem Tisch, aber es ist mir egal. Ich wollte es haben. Noch nicht eine Minute gespielt. Tja, apropos Wii U Launch. Darksiders 2. Danke an Big Roach, er hat es mir geschickt. Es ist auch noch die Original, ja, THQ. Ja, es ist jetzt noch die originale THQ-Version, weshalb sie auch noch ja, für so Sammler eigentlich noch einen größeren Wert hat. Der Tod lebt. Ja, nur in meiner Wii U lebt er noch nicht so. Ja, hat noch nicht einmal das Laufwerk gesehen. Sollte sich nochmal ändern. Ja, der gute Batman. Arkham City selbst, klar, auf der 360 gespielt, aber die Armored Edition, jetzt für die Wii U speziell gekauft, auch noch nicht eine Minute gespielt. The Wonderful 101. Die Demo habe ich gezockt. Ich finde es genial, das Spiel. Ja, aber genial finde ich auch die Spielzeit. Noch nicht eine Minute. Keine Ahnung warum. Zeit? Ich werde es auf jeden Fall mal nachholen. Erinnert ihr euch noch an das Unboxing zu Bayonetta letztes Jahr? Ich habe es eine Woche bevor ich Bayonetta 1 und 2 in der Collector's Edition, also diesen Karton, also diese. Es gab ja die Einzelversion und dann gab es ja die Special Edition mit Bayonetta 1 und 2 zusammen. Ich konnte sie eine Woche vor Release, beziehungsweise 6 Tage, um genau zu sein, vor Release kaufen. Und während des Unboxings, ja, habe ich gesagt, wenn ihr euch noch daran erinnert, seid nicht traurig, ich werde vor Januar nicht dazu kommen, Bayonetta zu zocken. Wir haben bald Oktober. Ich habe es noch nicht eine Minute gespielt. Bayonetta 1 und 2, mein Laufwerk, hat keines dieser beiden Spiele je ein einziges Mal gesehen. Wirklich traurig. Hyrule Warriors. Auf der Gamescom gezockt. Bei meinem Bruder oder mit meinem Bruder mal ausprobiert. Ich selbst hab's. Nö, noch nicht einmal gespielt. Sorry. Rayman Legends. Die Rayman Legends App, oder es gab ja diese App auf der Wii U, die habe ich gespielt, die Demo auch. Nur die Vollversion. Ich habe sie sogar in der Collectors, irgendwo im Schrank, habe ich sogar noch das goldene Steelbook. Gespielt, auch das nicht eine Minute. Lego Marvel Super Heroes. Die Demo auf dem PC gespielt. Eigentlich, nachdem ich mit Lego City Undercover eine Riesenmenge Spaß hatte. Auch mit Lego The Movie. Aber mit Marvel Super Heroes. Ich habe es bis auf die Demo, wie gesagt, aber so noch nicht eine Minute jetzt gezockt. Ja, soll ich mal nachholen. Ja, Leute, zu diesen Retail, das ist jetzt nur Retail. Ja? Es gibt auch noch digitale Spiele. Trine, den ersten Teil, also zweiten Teil habe ich durchgespielt, den ersten Teil noch gar nicht. Child of Light, gar nicht. Cloudberry Kingdom, gar nicht. Gianna Sisters, Twisted Dreams, gar nicht. Ja? Sämtliche Virtual Console Titel fallen mir gerade ein. Ja, Donkey Kong Country Tropical Freeze, sag ich so. Donkey Kong Country 2, Diddy's Kong Quest zum Beispiel. Oder Super Mario Land. Nee, Land, sag ich schon. Super Mario World vom Super NES. Kirby, beziehungsweise Kirby's Adventure. Was habe ich mir noch gekauft? Earthbound, The Beginning. Jetzt zur E3. Gab es ja quasi den NES-Klassiker. Runtergeladen, gekauft. Einmal angezockt. Das war's. Ja. Excitebike auf der Wii. World of Goo. Angezockt. Ja, klar. Ein paar Stunden durchgezockt. Keines von allem. Ja. Rezogun. Rezogun auf der PlayStation. Im PSN. Runtergeladen. Angezockt. Ja. Nano Assault. Neo. Angezockt. Ja. Durchgezockt? Nee. Trails HD auf der Xbox 360? Ja, angezockt. Gears of War Judgment?
runtergeladen. War, glaube ich, sogar Games with Gold, war kostenlos. Habe ich runtergeladen, noch nicht eine Minute gespielt. Bioshock Infinite, runtergeladen, nicht eine Minute gespielt. Sniper V2, runtergeladen, noch nicht eine Minute gespielt. Ich meine, die Liste geht immer weiter. Also, ich glaube, ich weiß nicht, dieses Unboxing, sag ich schon, dieses Vlog, es dauert jetzt wahrscheinlich schon über eine halbe Stunde. Ich glaube, ihr seht so langsam die Misere. Wir reden hier nicht von 50 Spielen, wir reden hier nicht von 100, 150, 200, 250. Mittlerweile reden wir bei mir von über 300 Spielen, ja, die sich angesammelt haben. Und es ist jetzt eine Größenordnung von, ohne genau zu werden, irgendwo zwischen 70 und 80 Spiele, die ich noch nicht mal zu Ende gespielt habe. Und es fehlt mir einfach die Zeit. Ich habe, wie gesagt, keinen Sponsor, ich bekomme keine kostenlosen Versionen. Ich laufe wirklich los und ich kaufe mir diese Spiele und es ist einfach viel zu schade dafür, das ganze Geld zu investieren. Und ich habe gemerkt, je länger ich online bin, ja, es fehlt mir einfach die Zeit, neben dem Job und auch mit den YouTube-Videos einfach diese Spiele zu spielen. Und deswegen habe ich für mich eine Entscheidung getroffen. Ich werde jetzt ab dem 21.10., also ab dem Oktober, 21. Oktober, werde ich komplett offline gehen. Mit allen Konsolen, egal ob mit der PlayStation, Xbox 360, One, PS3, Wii U, PC, 3DS, ist egal. Ich werde mit allen Systemen offline gehen und ich werde mich wieder komplett als Singleplayer, also als Offline-Gamer, werde ich mich wieder zurückmelden sozusagen, weil anders komme ich nicht mehr hinterher. Und jetzt fragt ihr euch mit Sicherheit auch, ja, was für Auswirkungen wird das jetzt auf meinen YouTube-Kanal haben? Mein YouTube-Kanal, der wird trotzdem online bleiben, also ich werde ihn nicht offline, ich werde ihn nicht runternehmen. Und es werden auch trotzdem vereinzelt immer noch mal Videos kommen. Ja, also es wird nicht so sein, dass ich mich jetzt gänzlich zurückziehe. Unregelmäßig kann es immer mal passieren, dass ein Video kommt. Ob es ein Video im Monat ist oder zwei, ich weiß es nicht. Im Quartal, ich habe keine Ahnung. Ich werde es auf jeden Fall nicht gänzlich cutten, das Ganze, weil einfach die Videos, das macht mir ja trotzdem nach wie vor Spaß. Es ist nicht so, dass mir die Motivation fehlt oder der Spaß, es fehlt mir einfach die Zeit. Und ich möchte einfach diese Spiele nachholen. Und da muss ich einfach einen Cut machen. Und deswegen habe ich jetzt auch schon den DSL-Anschluss gekündigt. Und ich bin ehrlich, dafür, dass da zwei grüne Lämpchen am Router blinken und ich meine E-Mails check, dafür zahle ich keine 40 € im Monat. Und ich kenne mich, wenn ich jetzt keinen Cut mache, dann bin ich zu inkonsequent. Dann bin ich trotzdem wieder online dabei und ich brauche diesen Cut einfach. Und deswegen habe ich einfach entschlossen, jetzt in 4 Wochen ist es dann soweit. Ich werde komplett, wie gesagt, an den Konsolen offline sein. Es kann zwischendurch mal sein, dass ich, wie gesagt, mit dem Smartphone, da habe ich dann nach wie vor noch eine Flat, dass ich mal bei Skype vorbeischaue oder die Leute, die mich bei WhatsApp haben, die werden mich dann trotzdem noch sehen. Vielleicht werde ich auch mal, wenn ich unterwegs bin mit dem 3DS via Hotspot, keine Ahnung, mal ins Miiverse schauen, aber es wird einfach die Seltenheit sein. Es wird nicht mehr so regelmäßig sein und auch was Videos betrifft, werden es keine 100% Let's Plays mehr sein, sondern einfach nur noch vereinzelte Gameplays. Also so wie das 300. Video, was ich hochgeladen habe, das Call of Duty Video vor der Gamescom mit Jadendo, mit Brainzy, wo wir dann an einer Konsole sitzen und einfach lokal ein bisschen gegeneinander spielen. So ein einfaches Gameplay zwischendurch oder ein Vlog oder ein Unboxing. Nächstes Jahr werden wir wieder auf der Gamescom sein. Klar, es wird wieder ein Gamescom-Special geben, aber es werden keine größeren Projekte mehr außerhalb kommen. Und auch keine 100% Let's Plays mehr. Und das, ich habe jetzt lange um den heißen Brei geredet. Das ist jetzt die Ankündigung, die ich mache. Seid nicht traurig. Wie gesagt, ich bin nicht ganz weg, aber ich möchte halt vermehrt wieder mich nur um mein Hobby, um das Videospielen kümmern. Ich möchte jetzt auch keine 40, 50 Gigabyte Updates mehr laden. Das neue Dashboard, was jetzt für die Xbox One kommt, das interessiert mich eigentlich auch nicht. Ob es jetzt übersichtlich ist oder nicht, sei dahingestellt. Mir gefällt das jetzige eigentlich auch. Und ja, schlechte Serververbindungen, kreischende Kinder am Headset, das ist so. Ja, ich habe es jetzt mal ein paar Jahre gemacht, war ganz okay, aber ich habe es jetzt ganz ehrlich, ich möchte wieder mehr mich um die Spiele kümmern. Und da fehlt mir einfach die Zeit und deswegen habe ich jetzt einfach für mich diesen Cut gemacht. 4 Wochen werde ich jetzt noch online sein. Es wird auch das Let's Play zu Killzone Shadowfall noch fortgeführt. Ich habe es jetzt durchgespielt, Killzone Shadowfall. Ich muss jetzt noch die Videos bearbeiten. Das wird jetzt in den nächsten 4 Wochen passieren. Da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen.
Und was danach passiert, da möchte ich keine Versprechungen machen. Nur, dass ich halt trotzdem den Kanal online halten werde und dass es zwischendurch immer mal sein kann, dass ein Video von mir trotzdem weiterhin kommt. Das soll es auch mit dem ganzen Gelaber jetzt für heute gewesen sein. Danke, dass ihr ja, euch die Zeit genommen habt. War nicht ganz einfach für mich. Ich habe mir auch lange, lange habe ich mir überlegt, wie ich das Ganze jetzt verpacke, um euch das dann auch zu erklären. Es wäre einfach gewesen, ich hätte das Video auch in 3, 4 Minuten fertigstellen können und sagen können, 21.10., das war's, ich bin raus. Aber nein, ich möchte auch ganz gerne, dass ihr versteht, wieso, weshalb, warum. Das ist mir auch wichtig, weil ihr habt mich jetzt schon mittlerweile seit über 2 Jahren supportet. Ich habe euch das alles hier zu verdanken. 1200 Abonnenten mittlerweile, über 300 Videos, über 200 oder bei 280.000 Klicks auf meinen Kanal. Die Viertelmillion haben wir gesprengt. Wir bewegen uns langsam in Richtung 300.000. Und ja, da wäre das ein bisschen arrogant und ein bisschen blöd gewesen, dann einfach euch das ja so vor den Kopf zu knallen. Finde ich nicht okay und deswegen finde ich die Art und Weise, wie man es dann rüberbringt, letztendlich auch entscheidend und ich hoffe, ihr könnt ein bisschen nachvollziehen. In diesem Sinne, seid nicht traurig, wir hören und sehen uns trotzdem wieder. Ja, für heute soll es aber erstmal gewesen sein. Ich bin der Generation Gamer G6. Ich bin raus für heute, verabschiede mich, wünsche euch jetzt noch frohes Zocken und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.